Im Video gebe ich euch eine Anleitung, wie ihr eine kleine Steckschale machen könnt mit eigentlich wenig Blumen und wenig Grün. Und die Materialien, die ich verwendet habe, die schreibe ich euch unten in die Infobox. Genauso eben der Affiliate-Link hier zum Bestellen der Schale. Besorgt habe ich mir natürlich als erstes die Blumen und als ich gekommen bin, habe ich die auch gleich und das Bindegrün und habe es ins Wasser gestellt. Besorgt habe ich mir ein Oasis Table Deco Midi ist dieses und zwar hat er eine Länge von 25 cm und ist natürlich auch eben richtig schön, wenn ihr jetzt so einen Tisch habt mit 4 oder 6 Personen für die Mitte. Oder ihr könnt natürlich viele Gestecke aneinander rein, hier davon und eine ganz, ganz große Tafel machen. Also der ist sehr praktisch von der Größe her. Und wie auch schon in anderen Videos so gezeigt, nimmt man hier die Steckmasse auch raus und hat natürlich jetzt hier immer einen Wasserspeicher und kann natürlich hier aber auch eine andere Steckmasse, einen Ziegel wieder zuschneiden und kann diese Schale immer wieder nutzen. Meine Steckmasse lege ich jetzt aufs Wasser. Das dauert so 1-2 Minuten, dann hat sich die voll Wasser gesogen. Und dann könnt ihr die Steckmasse ganz einfach so rauflegen. Ich fange mit meiner Steckschale an, mit dem Bindegrün. Und nehme jetzt hier als erstes das Salal, das am festesten vom Blatt ist. Man kann das ganz einfach hier so reinstecken und steckt das aber auch gleich so, dass ich wieder ein ungleichseitiges Dreieck habe. Ich stecke dieses seitlich. Jetzt mit den Blättern bei. Steckt hier in die Mitte. Kann das dann noch mal so teilen. Schneide auch jeden Stiel frisch an. Und habe das erstmal so. Jetzt habe ich hier Chico, heißt das. Das kann ich jetzt hier auch richtig gut teilen. Nehme ich jetzt hier dieses Stück so stehen lasse, kann das zusammenfassen. Nochmal gut mit reinstecken. So, hier komme ich bei und mache 2 ab. Und habe das untere Ende. Gucke ich auch so ein bisschen, dass es nicht gar so hoch steht.
Und als kleinen Kontrast habe ich hier nochmal das Sunrise. Das heißt, hier auf Deutsch Sonnenaufgang. Und ja, es gewächst jetzt hier von der Dragaena, den Drachenbaum. Und hat jetzt nochmal so längliche Blätter. Ich habe es genommen, weil ich einfach auch ein bisschen Farbe und einen kleinen Kontrast reinbringen wollte. Und kann das auch ganz einfach so schneiden. Und die jetzt hier, weil es aber eben sehr lang ist, gleich in die Mitte mal rein. Die unteren Blätter ab. Hier nochmal unter dem Chico und habe das fertig. Und hier so ein Gesteck, so, der nimmt auch wirklich alle Stiele, die ihr habt, die abgeschnitten habt, die ihr nicht mehr braucht, wirklich weg, so dass ihr euer Gesteck. Jetzt hat der Blumenladen natürlich die Gerbera angedrahtet. Braucht ihr eine Schere. Und könnte jetzt auch mit diesem Draht jetzt dran richtig super stecken. Und könnte jetzt durch den Draht eben auch nochmal biegen. Natürlich auch so, dass es eben im ungleichseitigen Dreieck ist. Jetzt nehme ich die Fräse. Hier achte ich, dass wenn ich die stecke, dass die Blüte nach oben zeigt, also nicht so von hinten so, sondern wirklich gleich so gedreht, dass sie nach oben. Jetzt habe ich hier den Ornithogalum, wenn viele von euch aus dem Garten kennen, der vermehrt sich richtig gut. Und aber als Blume, Schnittblume ist also richtig schön, weil er ja auch ganz, ganz lange hält. Also den hat man so bei 3 Wochen in der Vase. Daher ist es richtig, richtig super. Und da eben auch drauf achten, dass er richtig rumgestickt ist. Ruckzuck habt ihr eure kleine Steckschale fertig. So schnell geht's. Ich wünsche euch viel Spaß.
das mal auch mal auszuprobieren, ganz einfach. Das ist natürlich auch noch eine andere Möglichkeit, als wenn man einen Strauß hat, kann man sich natürlich auch mal für den Tisch eine kleine Steckschale machen.